Schlechter Tag. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Louise. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada? Na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst auch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Zur Bergwelle gehen. Ah, sehr schön. Dann kommt man hier ja noch an den Schätzen vorbei. Hier draußen ist auch noch ein Schatz, den ich auch noch nicht eingesammelt habe. Gut, aber hier im Raum habe ich eigentlich alles. Würde ich mal behaupten. Oh, Stromausfall. Nee, ist einfach nur dunkel geworden. Oh Mann. So. Hier draußen liegen garantiert wieder diese Bärenfallen. Aber hier gibt es auch irgendwo. Hier geradeaus gibt es noch einen Schatz. Sehr schön. So, hier kommt man dann nicht weiter. Muss ich durchs Haus zurück. Gut, ja, ich glaube, ich kann gerade nirgends anders lang. Ach nee. Natürlich kann man nicht einfach so zurück ins Dorf gehen, das ist klar. Eigentlich hätte ich gerne noch einen größeren Koffer. Pistolenmunition könnte ich mal... Ach nee, die kann man gar nicht aufbewahren, ne? Glaube ich. Auch wieder ein Händler, hat sich einen neuen Platz gesucht, überdacht. Bei dem Scheißwetter. Anweisung an einer Hauswand. Der Fremde ist in der Bergwelle, versammelt alle, weckt unseren großartigen Sohn. Okay. Das klingt gefährlich. Hab neue Ware, Fremde. Halt dich schon mal fest. Willkommen. Ja, dann zeig mal her. Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Ja, okay. Kann ich sonst noch etwas für dich Hast tun? Du einen größeren Koffer? Ja, aber den können wir uns aktuell noch nicht leisten. Auch hier hätten wir jetzt von jeder Farbe nur einen wieder. Ah, hier ist übrigens ein Häkchen dran. Das heißt, den Schlüssel können wir auch verkaufen. Was soll's. Von dem roten haben wir auch noch runden. Das heißt, den roten setzen wir dann nicht ein. Den lilanen und den grünen. So. Und die Jacke können wir auch noch verkaufen. Kaufen wir einfach Leons Jacke. Den Schlüssel, den Armreif. Es macht keinen Unterschied.
Ich wusste, du hast es drauf. So, dann reparieren wir einmal unser Messer. Die Koffererweiterung nehmen wir auf jeden Fall mit. Ansonsten hat er auch gar nicht nichts Neues, ne? Sonderangebot, Rezeptur für Sprengen. Ah, das wäre auch noch schön gewesen. Hätte, könnte, würde. Naja. Das ist, was ich derzeit habe. Talisman. Warum ist der Talisman so teuer? Aber gut. Dann. Zurückkaufen, die Blacktail. Nee. Jetzt haben wir noch ein paar Spinelle gekriegt. 9 Stück haben wir jetzt. Tja, die kleinen Schlüssel sollte man scheinbar doch irgendwie mitnehmen. Machen wir einfach mal. Ich halte die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen könntest. Wie immer, vielen Dank, werter Händler. Irgendwie fühle ich mich nicht so cool, wenn wir keine Pistole dabei haben. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die doch nochmal wieder mit. So, dann haben wir immerhin 2, 4, 6, 8, 10, 12 freie Slots. Besser als nix. Koffer anpassen. Okay, Talisman habe ich nicht. Nee, ist auch nicht so wichtig. Hat das einen Unterschied gemacht? Nein, hat es nicht. Weil ist ja auch... Ach, ist auch egal. Passt schon. Machen wir hier noch eine Blendgranate. Hier geht's nicht mehr lang. Back in the village. Was gibt's hier Neues? Diese Schulterstütze für die TMP könnte ich langsam echt mal gebrauchen. So, dann müssen wir natürlich auch unseren Schnellzugriff wieder bearbeiten. 1, 2, 3, 4. Die tun wir dann auf die... Ach, was soll's? 8. Na, aber echt, nicht schon wieder. Oh oh. Die Dinger sind gefährlich. Na gut. Das war auch ein bisschen ambitioniert, ne? Eindruck. Gott, die verwandeln sich ja alle. Und von wo kam das jetzt? Ich bin gleich tot. Ich nehme nochmal. Ach, das war der mit seiner Dings dahinter, glaube ich, mit seiner Armbrust. So, jetzt gibt doch mal eben Ruhe. Ich wollte mich hier doch nur in Ruhe umgucken. Gibt's hier irgendwas Neues drin? Nee, ne? Ich denke nicht. Kommt man hier noch durch? Ja. Ach,
Aber hier kommt man nicht weiter. Okay. Was ist das? Kann man das einsammeln? Nein. Ah, hier durchs Haus muss man. Hier weiter? Könnte hinkommen. Ja, ich glaube, da gucke ich mal. Ja, gut. Ich dachte jetzt eigentlich, sie klettert da runter, aber nee. Hier geht es nämlich auch gar nicht weiter, scheinbar. Da wäre ich fast reingelatscht gerade. Tja, wie geht's dann weiter? Diese Häuser kommt man gar nicht mehr rein. Da muss es doch hier irgendwo weitergehen, oder? Nochmal hier raus wieder. Hier runter eventuell. Das sieht doch schon vielversprechend aus. Blindenmunition, nice. Und davon haben wir nicht mehr viel. Oh. Mein Gott. Ich wusste ja, dass sie da draußen sind, aber dass er mir gleich so die Tür ins Gesicht tritt. Oh. Mein altes Herz. So. Hier gibt's nichts. Antike Pfeife, schick. Okay, achso, da oben kamen die ganzen Schätze erst. Okay. Dann. Ab die Post. Zeit ist Geld. Oh, hier kommt man gar nicht rein. Weil da steht ein Wagenrad vor. Das kann man natürlich nicht zur Seite schieben. Was? Wo? Wo du? Da du. Ach nee, ey. Nein, ich wollte einen Nahkampfangriff bei dir dahinter machen. Oh oh. Mal weg hier, um die Lage ein bisschen besser. Ach so, okay. Oh, mein Gott. Jetzt wird's knapp. Also, wir haben ein rotes Kraut. Ja, was soll's. Nehmen wir das für das doppelte Grüne? Das geht gar nicht. Ich dachte, das geht. Okay. Benutze ich das? Ja. Aber... Ach, da oben ist der Clown. Ah. So, Freundchen. Jetzt ein Warnschuss und ein richtiger Schuss.
Oh, ich... Ey, das ist aber auch übel, wie ich mit meiner Gesundheit hier umgehe. Vielleicht spiele ich auch zu viel mit der Pistole. Muss schwerere Geschütze auffahren. Kann man dreimal grün machen? Kann man zweimal grün überhaupt mit irgendwas? Ja, dreimal grün geht doch, aber... Ach, das haben wir ja eben benutzt, das zweimal grün, genau. Hab nichts gesagt. So. Kommt man hier rüber? Ja, geht auch. Ach, da oben. Also. Wie jetzt? Mit einem Schuss von der Pistole? Okay. Perlenkette. Fast hätte ich einen Scheiß gemacht hier, dann wäre die hier reingefallen. Ja, Pistolenmunition. Ah doch, ich hätte gedacht, ich hätte mehr Schuss noch. Ist nur eine Fackel da oben, beziehungsweise. Okay. Gut. Zur Windmühle geht es natürlich da lang, das weiß ich, aber umgucken bringt hier in diesem Fall auch nichts. Gut. Hier kommen wir auch nicht rein. Nicht so aus. Wobei, eigentlich ist doch hier... Ach nee, ist zugenagelt. Okay. Ach nee. Eigentlich will ich da gar nicht lang. Ach, Flintenmunition. Ich glaube, die brauche ich gleich. Sprengpfeile. Ich glaube, die brauche ich gleich. Saphir. So, jetzt haben wir aber noch hier einen Schatz. Das ist quasi, wenn man hier rausgeht, doch links lang, oder? Genau. Sehr schön. Gelber Diamant nehmen wir natürlich mit. Na dann nehmen wir noch hier das rote Kraut mit. Und dann heißt es auf sie mit Gebrüll oder was? Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Ja, das stimmt. Beachtlich. Oh oh. Den Riesen besiegen. Erstmal gucken. Hier erstmal Übersicht verschaffen über die Lage.
spawnen diese normalen Gegner wieder hier? Also nerven die ganze Zeit rum? Oder muss man die einmal erlegen und dann hat man Ruhe vor dem? Man kann hier auf jedes kleine Haus rauf. Komme ich da vorbei, bevor er mich trifft? Mal gucken. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt überhaupt tun, um dem Kollegen hier zu schaden? Das bringt ja wahrscheinlich nichts. Face. Keine Ahnung, ob das hilfreich ist. Okay, auf jeden Fall kann er Gebäude auch zerstören. Das ist schon mal gut zu wissen. Schnell weg. Dreh dich um, Freund. Oh oh. So, okay. Rennen kann er auch, das ist ja verrückt. Nehmen wir mal die hier. Laden mal in Ruhe nach. Und werfen kann er auch. Verdammt. Boah. Nachladen. Blindenmunition, das ist schön. Aha. Okay. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist auch nicht schlimm. Hier steht bald kein Stein mehr auf dem anderen. Das stimmt. Geklappt, ja. Aber jetzt ist er wütend, denke ich. Beruhig dich. In Ruhe nachladen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich hin soll. Da ist noch ein kleines Haus, da ist noch ein Haus, aber auch nicht mehr viel. Jetzt ist es kaputt oder noch nicht.
Ja. Roll dich nicht so lange ab, Mädchen. Besiegen Sie in Separate Ways den Gigante. Okay. Steam-Erfolg. Sag gute Nacht. Gute Nacht. Wiedersehen. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hol ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Kapitel beendet. Wie immer schauen wir uns natürlich das Ergebnis an. Abgeschlossene Herausforderung, ja. Genau 49 Minuten, das muss man auch erstmal hinkriegen. 30 getötete Gegner, 0 Tode, 79,8%. Also mit der Genauigkeit, da wird es immer schlechter. 89,7, 81,5, 79,8. 7 Mal Schaden erlitten, okay. Alles klar.